Zu einer spontanen Demo am Donnerstagnachmittag hatten sich hier vor der Ärztekammer in Wien eingefunden. Um die 300 Personen sind hierher gekommen, um auf der einen Seite sich solidarisch zu zeigen, nämlich mit Ärzten, die auch von der Ärztekammer Berufsverbote erteilt bekommen haben, nachdem sie ihre Meinung über Corona auch kundgetan haben. Und das nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch an den Arbeitsstätten. Eine Ärztin ganz aktuell auch im Landesklinikum Graz. Hier darf sie nicht mehr tätig sein und das bringt einige Menschen doch auf die Straße. Mut zur Wahrheit steht auf sehr vielen Transparenten, was auch immer wieder zu lesen sei dass, oder ist, dass Corona eine Lüge sei und dementsprechend sind auch Masken hier natürlich nicht gern gesehen. Viele sprechen sogar davon, dass diese Schutzmasken ja zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit der Infektion führen kann. Viele sagen aber, Corona gibt es überhaupt nicht. Dementsprechend bleibt abzuwarten, wie sich es auch in den nächsten Wochen weiterhin entwickeln wird, wie sich da auch die Corona-Zahlen entwickeln werden. Denn erst vor ein paar Stunden wurden bei einer Pressekonferenz wieder neue, strengere Maßnahmen bekannt gegeben. Und dementsprechend bleibt abzuwarten, ob die Demonstrationen von den Gegnern nicht noch größer werden.